Hallo Internet! Hier ist wieder Babenzack für euch und willkommen zu meiner Review von Thor Ragnarök. Nee, das ist so nicht richtig. Die haben ihn mal wieder umbenannt. Eigentlich heißt der Thor Tag der Entscheidung. Aber nur in Deutschland mal wieder, natürlich. I'm getting really tired of this shit Disney. You know that? Was soll denn das? Was soll das? Okay, der Originaltitel ist Ragnarök, also Götterdämmerung. Wir müssen aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund einen anderen Titel für den deutschen Markt nehmen. Ja, dann nehmen wir nicht Götterdämmerung, was jetzt natürlich dasselbe wäre wie Ragnarök, sondern wir nehmen einfach Tag der Entscheidung. Heute ist ein neuer Tag und wir entscheiden etwas. Essen wir Nudeln oder essen wir Pizza? Wir treffen eine Entscheidung. Ich hasse den deutschen Titel dieses Films brutal. Es ist das Schlimmste, was Disney jemals verhackstückt hat in ihrer deutschen Umbenennungsarie. Aber gut, dann ist jetzt also meine Review zu Thor Tag der Entscheidung. Ich rede jetzt erstmal spoilerfrei über den Film. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr die Review bis zur Hälfte gucken und danach gehe ich in den Spoilerbereich. Ich weise euch dann aber danach auch nochmal extra darauf hin. Hier haben wir ihn also, den dritten Thor-Film. Den ersten, den fand ich ganz okay, den zweiten fand ich echt super. Und beim dritten muss ich leider sagen, der hat mich jetzt nicht ganz so überzeugt. Oh, snap! Was der Film wirklich gut macht, sind die Action-Szenen. Das ist man mittlerweile aber auch von Marvel gewohnt. Die sind immer solide und die sind immer eigentlich echt gut und auf einem hohen technischen Niveau. Und besonders die Anfangsszene sticht da heraus. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber dann nimmt Thor es halt mit einer kleinen Armee auf, komplett alleine. Und das ist schon ziemlich cool gemacht und genau das ist die Thor-Action, die man sich so als Fan wünscht. Aber danach ebbt das Ganze irgendwie so ein bisschen ab. Ich bin jetzt eigentlich geneigt zu sagen, dass auch der Soundtrack echt gut ist, aber das wäre übertrieben. Weil, ja, sie haben Immigrant von Led Zeppelin drin, was ziemlich geil ist, keine Frage. Und das Lied haben wir schon im Trailer gehört und das ist dann auch ziemlich prominent im Film auch wieder drin. Nur, das war es eigentlich so ziemlich. Alles andere, was an Musik im Hintergrund da vor sich hin plätschert, das ist ziemlich, ziemliche Einheitskost und das geht einfach unter und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man mehr Songs wirklich vielleicht auch gerade von Led Zeppelin oder so halt genutzt hätte, vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen von Guardians of the Galaxy, das nicht so sehr ins Lächerliche zu ziehen mit der mit dem Soundtrack, wie das da ist, aber vielleicht einfach mehr Akzente zu setzen. Aber nee, sie haben stattdessen diesen einen Song genommen, der wird doch teuer genug gewesen sein wahrscheinlich, und dann haben sie ihn wirklich also gefühlt übertrieben oft immer wieder eingesetzt. Ich glaube, es waren nur 2 oder 3 Mal, aber mir kam es im Film beim Gucken einfach echt brutal oft vor. Und das war, finde ich, einfach ein bisschen zu viel des Guten. Das ist krank. Das ist voll krank. Wovon man als Fan aber natürlich niemals genug bekommen kann, ist der unglaubliche Hulk. Hulk! Smash! Marvel hat im Moment das Problem, dass die Rechte an einem Hulk-Solo-Film bei Universal liegen und sie den Hulk nur in Verbund mit anderen Charakteren in einem Film mit auftreten lassen können. Sie dürfen aber keinen eigenständigen Hulk-Solo-Film machen. Wenn sie es doch wollen, müssen sie wahrscheinlich eine horrende Summe an Universal zahlen, worauf die keinen Bock haben. Und deswegen ist es einfach so, dass sie sich gesagt haben, yo, wenn wir keinen Hulk-Solo-Film machen dürfen, dann schmeißen wir den einfach mal bei Thor rein und gucken so, was passiert. Und das funktioniert eigentlich rein in der Theorie auch echt gut. Und auch im Film ist es jetzt nicht wirklich schlecht. Nur ich finde, sie hätten da einfach so viel mehr draus machen können. Sie haben einfach nur so den Hulk da reingeklatscht, damit er da ist. Und hatten aber meiner Meinung nach nicht wirklich Ahnung, wo sie mit dem Charakter hinwollen. Und es wird nicht unbedingt besser dadurch, dass sie, wie sie ihn in den Film jetzt halt integriert haben, das komplette Potenzial für einen Planet Hulk Film rausgenommen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es hier auf dem Kanal schon mehr als einmal erwähnt habe, aber Planet Hulk ist wirklich eine der besten Hulk Stories, die es überhaupt gibt.
Und ich würde jedem empfehlen, unbedingt Planet Hulk zu lesen. Was sie hier jetzt aber gemacht haben, ist, sie haben nur Äußerlichkeiten aus dieser Story genommen und sie in diesen Film jetzt in Thor 3 hineingepresst und gehofft, dass es irgendwie kleben bleibt und die Leute es fressen. Und klar, das ist unterhaltsam in dem Film selber und es funktioniert eigentlich auch. Das ist jetzt nicht störend oder so. Aber wenn man das Original kennt, dann ist es schon fast eine kleine Frechheit, was sie aufs Planet Hulk gemacht haben in diesem Film. Und das ist besonders bedauerlich und schade, weil einfach in Kombination mit World War Hulk, dem Nachfolge-Event zu Planet Hulk, das einfach eine extrem krasse, gute Storyline ist, die das MCU in seinem jetzigen Zustand, finde ich, vom Thema und vom Ton her, so eine andere Richtung mal gedrückt hätte, was echt gut gewesen wäre und was sie, glaube ich, im Moment wirklich gebrauchen könnten. Aber dazu wird es jetzt wohl niemals wieder ansatzweise kommen. Und das beschränkt sich nicht nur darauf, dass Hulk ein Gladiatoren-Outfit trägt und auf einem anderen Planeten da irgendwo in der Arena kämpft. Wir haben zum Beispiel auch Korg und Meek aus der Planet Hulk Storyline in diesem Film. Und sie haben halt nur den Namen und das grobe Aussehen und sind an sich auch komplett unterschiedliche Charaktere, die mit den eigentlichen überhaupt nichts zu tun haben. Und auf der einen Seite würde ich mich ja darüber freuen, wenn sie kleinere Charaktere, die man aus den Comics kennt, mit etablieren. Nur wenn sie es machen, sollen sie es auch anständig machen. Weil das hatte mit dem eigentlichen Ursprung wirklich gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Besonders Meek ist heftig eigentlich, denn der ist so eine Art außerirdischer Al-Qaida-Kämpfer im Marvel-Universum. Und ich kann verstehen, warum Disney natürlich nicht wollte, dass das so in dem Film irgendwie so drin ist. Aber dann nimmt doch einfach andere Figuren und gut ist. Und verwurschtelt nicht welche, die es schon gibt. Ein weiteres Beispiel für einen Charakter, der absolut nichts mit seiner eigentlichen Comicvorlage zu tun hat, so ziemlich, ist der Grandmaster, gespielt von Jeff Goldblum, der den wirklich gut spielt, in einer eigenen Art und Weise. Und das ist auch wirklich lustig und auch wirklich unterhaltsam. Aber auch hier stelle ich mir wieder die Frage, warum, Alter? Ihr müsst es nicht machen, ihr könnt doch einfach andere Charaktere nehmen. Aber gut, jedenfalls spielt er das sehr lustig und ist sehr unterhaltsam. Und auch der Planet Sakaar, auf dem der Großteil des Films spielt, ist sehr schön gestaltet. Aber das alles kann für mich nicht über die Schwächen des Films hinwegtäuschen, auf die ich jetzt zu sprechen komme. Hela, die Göttin des Todes in der asgardischen Mythologie, gespielt von Cate Blanchett, die meisten von euch vielleicht nur als Galadriel von dem Herrn der Ringe kennen, ist mal wieder das absolute Marvel-Schema F eines gesichtslosen Bösewichts, der da einfach in den Film gedrückt wird, damit die Charaktere was zu tun haben. Und das große Problem, was ich dabei eigentlich habe, ist, dass sie auf mich den Eindruck macht, dass sie gar keine richtige Gefahr ist. Der Film versucht hart, uns glauben zu machen, dass sie total gefährlich ist. Das sieht man nämlich schon in dem Trailer, weil das hat jeder, der den Trailer gesehen hat, schon gesehen. Sie packt Mjölnir, also den magischen Hammer von Thor, in der Luft und zerstört ihn. Und damit hat Thor auf einmal seinen magischen Hammer nicht mehr. Und das soll uns halt zeigen, dass sie total gefährlich ist und total böse. Aber später im Film macht die eigentlich nichts, wo ich so wirklich denke, oh, das war jetzt aber ganz schön fies. Sie wird uns im Film als dieses mega mächtige Ding vorgestellt, tut im Film selber aber nichts, was ich nicht von jedem anderen Charakter, der da irgendwo rumläuft und irgendwelche magischen Fähigkeiten hat, auch erwarten würde. Absolut nichts. Der Film sagt einfach so, ja, die ist stärker. Glaub uns das jetzt mal, ist so. Jetzt halt die Fresse und guck den Film. Gerade zu Hela sage ich nachher noch was im Spoilerbereich, aber wo wir bei mächtiger Macht sind, da können wir ja nochmal kurz einen anderen Charakter ansprechen, von dem wir auch alle schon wissen, dass er in dem Film ist, nämlich Doctor Strange, unser Sorcerer Supreme. Hier haben wir ein Beispiel dafür, wie man es nämlich richtig macht. Ich finde es richtig geil, wie er in Thor Ragnarök dargestellt wird, denn ich habe es auch schon in meiner Review damals gesagt, dass Stephen Strange eigentlich das mächtigste Wesen ist, was wir gerade im MCU haben. Der krasseste Typ überhaupt eigentlich. Und ich finde es sehr schön, wie sie herausgestellt haben, dass er wirklich total imbalanced stark ist. Man hat im Film gesehen, dass er einfach Kräfte hat, die selbst Thor nicht so richtig raffen kann. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, denn ihn haben sie richtig dargestellt. So muss das aussehen. So zeigt man nämlich dem Zuschauer,
dass der Typ wirklich was drauf hat und sagt ihm nicht einfach, dass es so ist und das soll man jetzt einfach mal glauben. Aber das andere Problem, was sich dabei jetzt auftut, ist wiederum trotzdem, das ist ein bisschen, ja, zwiespältig tatsächlich, denn eigentlich hätten sie Dr. Strange auch komplett weglassen können. Hokus Pokus, verschwindibus. Sind die Leute weg? Ich glaube schon, kann ich gehen. Ja, es ist schön, ihn im Film zu haben. Ja, und die Szenen haben mir viel Spaß gemacht. Aber eigentlich braucht man den überhaupt nicht in dem Film. Der ist nur da, damit sie da einfach nochmal einen anderen Charakter aus dem Marvel-Universum reingeschmissen haben. Und dann ist gut. Weil alles, was der beiträgt im Film, alles, was er macht, das hätte man auch auf tausende andere Möglichkeiten lösen können. Und es ist wirklich einfach unnütz, dass er in diesem Film ist. Der hätte da einfach nicht reingemusst. Und das ist einfach nicht besonders gut geschrieben. Und das ist einfach schade. Trotzdem versucht dieser total typische Marvel-Film wieder, euch mit Witzen zu bombardieren. Und einige davon sind auch wirklich gut gelungen. Wo du so im Kino sitzt und dir denkst, geil, Mann. Alter, werft nicht mit Popcorn im Kino, das ist mega assi. Und dann gibt es leider aber auch sehr viele Gags in dem Film, wo man im Kino einfach nur so da sitzt. Ja, der Film hat seine Lacher. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Gags alle bescheuert sind oder so. Nein, es gibt wirklich viele Momente, wo man einfach richtig laut lachen muss. Und das ist auch gut so. Da gibt es zum Beispiel eine ganz besondere Szene mit einem nicht unbekannten Hollywood-Star, der einfach so in dem Film ist. Und niemand wusste, dass er in diesem Film ist. Und das ist einfach nur wirklich für einen dummen Gag so da drin. Und das fand ich herrlich. Ich möchte jetzt nicht verraten, wer es ist. Aber also, es gibt schon seine Momente. Trotzdem, alles in allem, gibt es auf der anderen Seite aber mindestens genauso viele Gags, die eben nicht funktionieren. Ich habe halt einmal so das Gefühl, da hat Marvel es einfach zu hart probiert, das Publikum zum Lachen zu bringen und ist daran so ein bisschen gescheitert. Diese Inkonsistenz bei den Gags geht aber an einer anderen Stelle auch noch weiter. Und das ist eigentlich das, was mich wirklich am meisten gestört hat. Und das ist einfach der Fakt, dass man das Gefühl hat, dass manche Charaktere in der einen Situation mal so geschrieben sind und in der anderen Situation dann wieder so geschrieben. Als ob das unterschiedliche Charaktere wären, als würden sie für einen Moment oder für eine Szene komplett out of character handeln. Und das beste Beispiel dafür ist Thor. Es gibt da aber eine Szene, wo ich echt so gedacht habe, what? Ich nehme jetzt mal eine kleine Sache voraus und sag euch jetzt einfach mal, dass Thor sich innerhalb des Films in der Mitte irgendwann sich kurz über Bruce Banner lustig macht, weil er ja so ein nerdiger Wissenschaftler ist und er sich nur für ja, Wissenschaft und Mathe und so interessiert und er macht sich halt über ihn lustig. So, und dann gibt es ein paar Minuten später, ich glaube es sind gerade mal 5 Minuten oder so, war mal ein Gespräch zwischen Thor, Bruce Banner und dem neuen Charakter. Und sie sprechen darüber, dass sie ein Raumschiff brauchen, um von dem Planeten runterzukommen. Und während Bruce Banner und Sif sich gut mit sowas auskennen, würdest du ja davon ausgehen, dass Thor davon eigentlich so gut wie gar keine Ahnung hat. In dem Gespräch ist es dann aber so, dass die beiden so meinen, hey, ja genau, wir brauchen ein Raumschiff mit dem und dem Hyperantrieb, damit wir da hochfliegen können und so weiter. Und das muss die und die Schilde haben und so. Und als wäre es selbstverständlich, hakt Thor auf einmal so ein und sagt, ja natürlich, wir brauchen auch noch Neutronenblaster. Und die atomaren Beschleunigungspartikel müssen auch mit am Start sein. Das ist ja logisch. Und alle Charaktere nur so, ja, danke Thor, das ist ein guter Einwand, ja, hast recht. Ja, ja, cool, cool. Und weitere 5 Minuten später machen sie auf einmal wieder sich einen Gag daraus zu zeigen, dass Thor Schwierigkeiten hat, mit diesem Raumschiff zu fliegen. Also, dass er kriegt zwar hin, aber es ist halt eine holprige Fahrt. Und das ergibt einfach absolut keinen Sinn. Ganz ehrlich. Warum ist denn Thor in dem einen Moment arrogant und macht sich über Banner lustig, weil er sich für Wissenschaft und so weiter interessiert, dann kennt er sich auf einmal plötzlich total mit Raumschifftechnologie aus und dann kann er das Raumschiff nicht fliegen und weiß nicht, was abgeht. Ey, ganz ehrlich, das ist einfach inkonsequent schlecht geschrieben.
Kann mir keiner erzählen, dass das so sein soll. Ich habe mich daran krass gestört. Und das ist nicht das einzige Mal, dass das im Film passiert. Das gibt's immer mal wieder. Und da hat man einfach so das Gefühl, dass bestimmte Szenen einfach von komplett unterschiedlichen Leuten geschrieben wurden und keiner irgendwie da mal Korrektur gelesen hat. Aber das allergrößte Problem, was ich bei dem Film habe, ist das, was ja eigentlich viele Filme heutzutage haben und vor dem viele Leute, bevor sie sich einen Trailer angucken, eigentlich schon ein bisschen Angst haben und das deswegen manchmal schon gar nicht mehr machen. Es ist tatsächlich so, dass wenn man die Trailer von dem Film gesehen hat, ja, dann hat man eigentlich schon alles Sehenswerte vom Film gesehen und man weiß so ziemlich grob über alles Bescheid, was da so passiert. Es ist jetzt nicht so schlimm wie bei Batman wie Superman, nicht falsch verstehen. Aber trotzdem bietet der Film eigentlich meiner Meinung nach keine großen Überraschungen mehr. Da ist nichts, wo man sich denken würde, ah krass, okay, das passiert jetzt. Nee, man sieht alle Schauplätze, man sieht eigentlich alle Charaktere. Da passiert einfach sonst nichts Großartiges mehr. Aber der Film gibt einfach auch nicht viel mehr her. Mein bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Szene, die wir alle schon aus dem Trailer kennen, nämlich wo Thor und Hulk in der Arena aufeinandertreffen. Und das ist ein wirklich lustiger Moment. Und als ich den Trailer geschaut habe, musste ich auch echt lachen und habe mich mega auf den Film gefreut. Und natürlich hat man dann als Zuschauer die Erwartungshaltung, dass wenn diese Szene kommt, das ja echt cool wird und echt super und so weiter. Und als die Szene dann kam, dann habe ich mir so gedacht, wow, das war's jetzt? Also, ich weiß nicht. Gerade die Kampfchoreografie an sich und was da so gemacht wird, hat mich einfach nicht wirklich vom Hocker gehauen. Und ich hatte so das Gefühl, dass diese gesamte Szene einfach so viel besser gewesen wäre, wenn man das nicht vorher schon in dem Trailer gezeigt hätte, ganz einfach. Dann wäre man da mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen und dann wäre das auch alles, ja, anders rübergekommen. Und alles in allem muss ich deswegen jetzt tatsächlich sagen, das ist für mich bisher der schlechteste Marvel-Film aus Phase 3. Es ist trotzdem noch ein guter Marvel-Film. Das bitte nicht falsch verstehen. Ich habe jetzt wirklich sehr viel daran kritisiert. Das wirft jetzt aber vielleicht ein falsches Bild auf den Film. Der ist trotzdem okay. Nur er ist halt nicht überwältigend. Man muss aber auch sagen, dass Disney jetzt gerade zuletzt mit Guardians of the Galaxy Teil 2 und mit Spider-Man Homecoming echt die Messlatte hoch angesetzt hat für weitere Filme. Und es war eigentlich logisch, dass dann irgendwann mal wieder ein Film kommen muss, der die Messlatte wieder nach unten zieht. Und das ist jetzt halt einfach Thor Teil 3. Und weil ich mit euch in den Spoilerbereich gehen möchte, wird es jetzt Zeit, dass ich den Film für euch noch einmal zusammenfasse. Die Action in dem Film ist gut, so wie man es von Marvel gewohnt ist. Nur es ist eben auch nichts Außergewöhnliches, was über die Erwartungen, die man an einem Marvel-Film hat, hinausgeht. Es ist eigentlich absolute Marvel-Standardkost. Wir haben einen 0815 Bösewicht, wir haben die klassischen Marvel-Witze. Manche davon zünden, manche davon zünden eher weniger. Trotzdem hat der Film große Schwächen. Ich freue mich zwar, dass zum Beispiel Doctor Strange in dem Film mit drin ist, aber im Prinzip hätte es das nicht gebraucht. Und genauso wenig hätte es einen Abklatsch von Planet Hulk gebraucht, um den Hulk in den Film zu integrieren. Das hätte man auch auf viele andere Möglichkeiten lösen können, aber trotzdem haben sie sich dafür entschieden und ja, haben uns einfach die Möglichkeit nach einem anständigen Planet Hulk Film jetzt wahrscheinlich für immer genommen. Und das ist einfach schade, es hätte nicht sein müssen. Ansonsten, was auch nicht hätte sein müssen, ist natürlich, dass man gefühlt den gesamten Film schon im Trailer zeigt. Ich fand, da war einfach nichts mehr im Film, was mich irgendwie großartig überrascht hat. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen überdramatisiert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich der schlechteste Film in Marvels Phase 3. Und ja, das heißt aber natürlich nicht, dass der Film totale Grütze ist. Er ist trotzdem noch gut, nur eben nicht sehr gut. Also, solltet ihr euch Thor 3 Ragnarök im Kino ansehen? Vielleicht. Kommt ganz darauf an, wie krass ihr auf Marvel steht. Ich meine, wenn ihr ein absoluter Marvel-Fan seid und ihr alle vorherigen Teile gesehen habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch wieder blindlings in diesen Film rennen. Ich kann es euch nicht verübeln. Und der ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade ganz viel schlechte Sachen über den Film gesagt, aber es hat mich einfach gestört. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Film wirklich kacke ist. Der ist nicht kacke. Der ist okay. Der ist wirklich in Ordnung. Nur er ist halt nicht überragend gut.
Das ist so die absolute Marvel-Standardkost wieder, so wie man das aus den früheren Marvel-Filmen kannte, der Phase 1 und der Phase 2. Und ja, kann man sich angucken. Ich würde jetzt aber nicht sagen, müsst ihr unbedingt machen, denn tatsächlich ist es so, dass der Film mit seiner gesamten Story das gesamte MCU nicht wirklich weiter nach vorne bringt. Und deswegen ist das, glaube ich, wirklich ein Marvel-Film, den man auslassen kann. Bei Odins Bart, die Sirenen von Asgard singen von Spoilern. Und deswegen gehen wir jetzt auch in den Spoilerbereich. Okay, wenn wir uns das Ende vom Film so angucken, dann ist Hela wohl raus. Ich hätte nicht gedacht, dass die Gute jetzt schon abdankt. Es scheint aber tatsächlich so zu sein, es sei denn, sie ist so robust und hat den Angriff von Surtur trotzdem überlebt. Weiß ich nicht, kann sein, dass Marvel das so dreht, kann aber auch sein, dass sie jetzt einfach wirklich tot ist. Was ich merkwürdig finde, wenn sie tot ist, denn ich hatte eigentlich gedacht, dass sie die Ersatzrolle sein wird für den Tod. Ich bin der Tod. Der Tod? Den brauchen wir nicht. In der Storyline Infinity Gauntlet, welche grob dann in Avengers Teil 3 verarbeitet wird, wo Thanos halt einfach wirklich den Handschuh hat und alle Infinity-Steine, geht es darum, dass Thanos das gesamte Universum oder die Hälfte des Universums mal eben auslöscht. Und das macht er nur, um viel Tod zu generieren, weil er nämlich den Tod tatsächlich, den personifizierten Tod im Marvel-Universum, beeindrucken will. Denn er hat sich in den Tod verliebt. Ich hatte gedacht, da dieser Tod-Charakter eigentlich stärker mit Deadpool und Fox und so weiter verankert ist, dass sie dann anstelle von Tod Hela nehmen, die Göttin des Todes, damit Thanos halt einfach in sie verschossen ist und sie trotzdem diese Storyline so grob hinkriegen. Aber entweder, also wenn sie wirklich tot ist, dann ignorieren sie das wohl vollkommen, oder sie lebt doch noch und es ist ein bisschen merkwürdig, dass sie das überlebt hat. Aber gut, sie ist ja die Schwester von Thor und Loki. Was ein unnützes, bescheuertes Detail, also ganz ehrlich. In den Comics ist es eigentlich so, dass sie die Tochter von Loki ist. Ich kann verstehen, dass sie das hier geändert haben, um da nicht komische Beziehungen auf einmal in dem Film erklären zu müssen. Ich sag mal so, die Motivation hinter ihren Taten wird dadurch klarer. Ja, okay, sie sagt, sie hat eigentlich Anspruch auf den Thron von Asgard. Aber trotzdem hätte das auch genauso gut, weiß ich nicht, ich bin die Mutter von Odin, die ganz lange geschlafen hat und weiß ich nicht was. Und jetzt komme ich hier und mache euch alle kaputt oder so. Das ist, sie ist trotzdem so 0815, ne? So austauschbar dumm. Boah, ich weiß nicht. Also mittlerweile bin ich schon fast froh darüber, wenn sie wirklich tot ist und ich sie nicht nochmal wiedersehen muss. Weil ich war echt nicht von der angetan. Sie macht da Sachen, sie zaubert da irgendwelche komischen Schwerter raus. Und das soll uns jetzt sagen, dass sie total imbalanced ist, weil sie Schwerter hervorzaubern kann. Ist ja nicht so, als ob Loki das nicht genauso macht. Aber gut, okay. Wenn Marvel sagt, dass sie stärker ist als alle anderen, dann haben wir das gefälligst so zu akzeptieren als Zuschauer. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Thor Ragnarok jetzt, der Film in dieser Form, nur wirklich ein ganz schlechter, billiger Abklatsch von Glenn Hulk ist. Und was mich auch verstimmt hat, ist tatsächlich einfach nur die Vorlage zu der eigentlichen Comicgeschichte Thor Ragnarök. Denn die wird ja auch so komplett aus dem Kontext gerissen. Das ist nicht mehr feierlich. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass halt Hela auftaucht und dass wirklich die Götterdämmerung passiert, Ragnarök, und dass Asgard enden soll. Das ist das Einzige, was noch stimmt. Ach ja, und dass Surtur vorkommt. Und das war es dann aber eigentlich auch. Umso verwirrender ist es, dass Thor dann in seinen Runenmodus geht. Das ist dieser Moment, wo Thor auf einmal ganz körperelektrisiert ist, blau leuchtende Augen hat und im Prinzip mal eben zum Super Saiyajin wird. No! No, we can't be no! Super Saiyan! Eigentlich bekommt ihr diesen Power-Modus erst dann, nachdem er sehr viel Aufwand dafür betrieben hat. Er reißt sich beide Augen raus, damit er nicht mehr von den Bildern des Seasides irgendwie geblendet wird und er die wahren Sachen sehen kann. Er hängt sich an dem Yggdrasil, den Weltenbaum, und als er stirbt, wird er wiedergeboren und ist auf einmal viel mächtiger als Odin und hat die Odin-Kraft in sich aufgenommen. Und dann auf einmal kommt er in diesen Modus und ist halt richtig krass unterwegs.
Und ja, hier wird einfach nur so gesagt, Thor, ich bin tot, aber irgendwie kann ich doch noch mit dir reden. Und ich sag dir jetzt einfach, du bist stärker. Und wenn ich dir das sage, als Charakter in dem Marvel-Film, weil das wurde so geschrieben von den Leuten und die haben dir vorher auch gesagt, dass Hela einfach stärker ist, dann hast du das zu akzeptieren und dann bist du jetzt einfach gefälligst stärker. Und dann ist Thor tatsächlich einfach auf einmal total krass stark. Alter, ja okay, sie haben ihm eine Glubschkugel weggenommen. Dadurch hat er jetzt noch ein Auge und sieht mehr aus wie Odin. Und er ist ja jetzt auch, oder er hat sich jetzt dem angenommen und ist jetzt tatsächlich König von Asgard. Und ich glaube, sie machen hier so eine Vermischung von dem Runentor und dem König-Tor, wenn man sich das Design anguckt. Ich gehe jetzt nicht so sehr ins Detail rein, aber König-Tor war auch ein Ding und das war eine blöde Idee von ihm, dass er das gemacht hat. Er hat irgendwie dann Krieg angefangen mit der Erde und war blöd und dann ist Thor zurück in die Vergangenheit gereist, um das alles zu ändern und ach, was weiß der Geier, Alter. Ist jetzt auch egal. Jedenfalls finde ich es blöd, dass sie ihm ohne Wenn und Aber und ohne Erklärung einfach diese stärkeren Eigenschaften gegeben haben. Mag sein, dass der nur noch 15 Kinozuschauer das einfach so schluckt und das akzeptiert. Ich tue es nicht. Ich fand das dumm. Am Ende ist Asgard dann halt trotzdem kaputt. Und Thor fliegt halt mit seinen Asgardianern zur Erde und sagt sich so, zu Hause ist da, wo du dich wohlfühlst. Und das ist etwas, was ich tatsächlich aus den Comics jetzt mal wieder übernommen haben. Denn nachdem Asgard dort zerstört wurde, hat Thor einfach alle Asgardianer, alle die überlebt haben, mitgenommen. Und hat in Oklahoma neues Asgard gegründet. Im Himmel. Yo. ich weiß nicht, ob die das hier genauso machen. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie vielleicht das Raumschiff nehmen und das schwebt dann einfach immer irgendwie über Oklahoma und dann wird das Raumschiff vielleicht ein bisschen umgebaut und dann habt ihr da quasi ein neues Asgard und das alte Asgard ist ja wirklich futsch. Das könnte ich mir vorstellen. Weiß aber nicht, ob sie das wirklich so handhaben werden. Fände ich aber ganz okay, weil das nämlich in der Zukunft heißen müsste, dass Thor bei allen weltlichen Konflikten, die irgendwie auftauchen, auch wirklich dabei ist und nicht einfach ignoriert wird, wie zum Beispiel bei Captain America Civil War. Oh, by the way, have you heard from Tony Stark and Captain America? They didn't contact you? I haven't received a single phone call. Hey, T-Bone. Here, talk to Thor. Yeah. He's sort of been waiting to hear from you. I have him right here. Oh, you can't right now? Okay. Ansonsten wurde in dem Film jetzt noch angedeutet, dass Loki am Ende den Tesseract, den Infinity-Stein, der da drin ist, sich stibitzt hat und dass der sicher ist. Ich fand es ganz gut, dass sie das nochmal aufgegriffen haben, warum denn bitte der Infinity-Gauntlet schon in dem Trophäenraum auf Asgard stand. Weil Hela hat ja einfach nur gesagt, nee, das Ding ist eine schlechte Kopie oder Fake oder irgendwie sowas. Und das finde ich ganz gut, weil das ja immer bisher zumindest eher so eine Logiklücke war. Und die haben sie damit jetzt geschlossen. Was mich aber irritiert hat, war, dass wir nichts zum letzten verbleibenden Infinity-Stein erfahren haben. Question: What are Infinity Stones? Whole lot of information and ideas and what I like to call little clues speckled around the place. And who is the man in the purple chair? He's purple. It's a magic glove. Doesn't like standing up. Ich habe fest damit gerechnet, wie viele anderen Fans auch, dass in Heimdall selbst der letzte Infinity-Stein sein wird, weil dieser nämlich auch orange leuchtet und Heimdalls Augen nun mal auch orange leuchten. Und ich dachte halt, dass seine Augen irgendwie der Infinity-Stein sind. Darüber haben wir jetzt aber absolut nichts gesehen. Keine Ahnung. Wir haben nur gesehen, dass am Ende Thor auf einmal vor dem Mutterschiff von Thanos schwebte. Ich gehe davon aus, dass es das Mutterschiff von Thanos ist. Was anderes kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Und ja, wenn man das sich alles mal überlegt. Asgard kaputt. Thor fliegt irgendwie durch die Gegend. Okay. Auf der Erde ist quasi nichts passiert. Dr. Strange hat sie rausgeschmissen. Sie haben halt irgendwie immer noch den Infinity-Stein, den sie vorher auch hatten. Ja. Der Film hat halt das gesamte Franchise meiner Meinung nach kein bisschen nach vorne gebracht. Das ist echt schade. Also ich hätte erwartet, dass es mal... Es ist nämlich nicht mehr wirklich nicht mal lange hin bis zu Infinity War und hätte einfach gedacht, dass da jetzt noch ein bisschen mehr kommt, aber nö.
Der Film hat sich so gedacht, das ignorieren wir einfach mal. Ihr habt da den Hulk, freut euch. Aber eine letzte Sache, die ich doch noch ganz cool fand und die im Easter Egg mit drin war, war tatsächlich Beta Ray Bill. Wer ist Beta Ray Bill? Beta Ray Bill ist ein total creepy aussehendes Alien, das quasi der zweite Thor ist. Denn Beta Ray Bill war ein Alien, gegen das Thor mal gekämpft hat und das, während sie miteinander gekämpft haben, mal eben Mjölnir hochgehoben hat. Und es hat sich herausgestellt, dass Bill auch würdig ist. Und nach einem Geplänkel wurden Thor und Bill dann einfach die besten Buddies. Und Beta Ray hat von Odin einen eigenen magischen Hammer, seinen Stormbreaker, bekommen. Und somit gibt es einfach noch einen zweiten seltsamen Alien-Thor. Und der wurde tatsächlich angeteasert, weil in dem Turm auf Sakaar waren anscheinend die Köpfe ursprünglicher Champions eingelassen. Und einer davon zeigt definitiv Beta Ray Bill. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir Beta Ray Bill in einem kommenden Marvel-Film sehen. Vielleicht ist es dann auch später so, dass, wenn Chris Hemsworth keinen Bock mehr hat, in dem Film aufzutauchen oder zu teuer wird, dass sie dann anstelle von Thor einfach Beta Ray Bill in die Filme schreiben, damit wir dann trotzdem noch einen Thor-Charakter drin haben mit denselben Kräften und einem ähnlichen Moveset, um die Filme zu ergänzen, ohne dass man Chris Hemsworth weiterhin behelligen muss. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, könnte ich auch mit leben. Ja, aber ansonsten war da, glaube ich, nicht so viel. Also, mir sind zumindest nicht viele großartigen anderen Easter Eggs aufgefallen. Vielleicht habe ich im Kino einfach nur gepennt. Vielleicht habe ich einige Comics, die sich da auf irgendwas bezogen haben, nicht gelesen. Ich weiß es nicht. Aber viel mehr war da halt auch nicht. Außer die Gesichter von den Champions. Boah. Und das war's. Also mir fällt da jetzt gerade echt nicht viel ein. Wenn ihr noch Easter Eggs habt, die euch aufgefallen sind oder die, von denen ihr wisst, dass sie drin sind und die wirklich cool sind, dann lasst es mich bitte wissen. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und damit möchte ich eigentlich die Review jetzt schon zumachen. Wie gesagt, der Film ist jetzt nicht unbedingt kacke, aber es ist einer der schwächeren Marvel-Filme und es macht mir noch nicht mal Spaß, großartig viel darüber zu reden. Deswegen machen wir jetzt Cut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, teilt es, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Fandet ihr den Film genauso kritisch wie ich? Oder fandet ihr, dass das allererste Sahne war? Oder fandet ihr den vielleicht sogar noch schlimmer als ich? Mich interessiert es. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich lese alle eure Kommentare sehr gerne. Boah, habe ich jetzt oft Kommentare gesagt. Jedenfalls, Kommentare sind super. Und bis zum nächsten Mal sage ich tschö mit Ö und hauen Sie Bounce. I have a job. Really? You know what my job is. Hitting the machine with the words that come out of it. Oh, this is knowledge. Knowledge is power. No, it's not. Knowledge is not power. That's power. The brain is a muscle. And that's a muscle. And that's a muscle. And they are all muscles. This is all muscle. So I am covered in brains. And I have more brains than you.